Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen Fortsetzung im Thema Hamageddon. Ich möchte gerne den Psalm 83 dazu lesen, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir in den letzten Clips auch schon angeschaut haben. Denn in diesem Psalm sind sehr, sehr viele Informationen über diese Situation zur Zeit des Aufeinandertreffens des Antichristen und des Neo-Assyrers in Hamageddon. Wir hatten ja schon in den vorigen Folgen davon gesprochen, dass in Hamageddon gar keine Schlacht stattfindet, sondern dass der Antichrist dort auf den Assyrer trifft, der von Norden runtergekommen ist, der Damaskus zerstört hat und sich dann in Hamageddon lagert. Damaskus ist dann keine Stadt mehr, sondern sie wird ein Steinhaufe sein. Die Feste Ephraims ist zerstört worden. Ja? Jesaja 17. Die Feste Ephraims ist Damaskus deswegen, weil Ephraim im Bund mit Damaskus ist. Weil das in der Endzeit wieder einen syro-ephraimitischen Bund gibt zwischen Syrien und Ephraim, genau zwischen Damaskus und dem Norden Israels, so wie Daniel 9 auch sagt. Und dieses neo-assyrische Reich, man könnte vielleicht auch sagen, der Iran, der ist nach Süden vorgedrungen und hat Damaskus zerstört, ist ins Reich des Antichristen eingebrochen, der aus Damaskus kommt. Und während der Antichrist in Nordafrika seinen Feldzug hat, greift der Iran das Reich des Antichristen an, zerstört Damaskus und lagert sich in Hamageddon. Und der Antichrist hört davon, hört Gerüchte von Norden und von Osten, Daniel 11, und zieht aus, um viele zu vertilgen. Zieht dann rauf nach Hamageddon und trifft dort auf den Neo-Assyrer. Und bevor die beiden die Schlacht gegeneinander eröffnen, passiert etwas sehr Großes, etwas sehr Erstaunliches. Etwas, das in der Lage ist, diese beiden riesigen Heere, die dort sich gegenüberstehen, vom Kampf abzuhalten. Das sind ja riesige Heere, die vom Euphrat kommen, und es sind auch riesige Heere, die der Antichrist dort zusammenzieht, denn aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten und aus dem Mund des Drachen gehen Geister gleich den Fröschen, und die sammeln die Könige an einen Ort, der Hamageddon heißt, so sagt die Offenbarung. Da stehen also zwei riesige Heere gegenüber, und das Ereignis, was die vom Kampf abhält, das ist die Entrückung. Das klingt zunächst mal vollkommen oder erstaunlich zumindest, ja. Aber die Entrückung ist ja etwas sehr, sehr Großes. Das ist ein sehr, sehr großes Ereignis. Warum? Weil Paulus sagt, wir, die wir leben, kommen denen nicht zuvor, die entschlafen sind. Sondern die entschlafen sind, die werden zuerst auferstehen. Ja? Und dann werden wir mit ihnen, wir, die wir übrig bleiben, mit ihnen hingerückt werden in Wolken und bei dem Herrn sein alle Zeit. Das heißt also, dass in der Endzeit, und ich rede jetzt über Dinge, die ich mir selbst kaum konkret vorstellen kann. Ich fasse das zusammen, was die Offenbarung der Bibel sagt. Aber das klingt selbst für mich fast unglaublich. Ich glaube das, weil das in der Bibel steht. Ja, ich trage das einfach mal so zusammen, wie Gott das machen wird, wie das aussehen wird. Das kann kein Mensch sich vorstellen. Ja. Aber Paulus sagt ja, dass alle, die in Christus entschlafen sind, auferstehen werden, aus ihren Gräbern kommen. Jetzt ist Paulus in Damaskus festgehalten worden. Der König Aretas hat die Tore der Stadt verschlossen. Er musste über die Mauer rausgelassen werden aus der Stadt und musste fliehen. Und da waren ja auch Christen. Es waren ja Leute, die auch an Jesus geglaubt haben, die Paulus da versteckt haben und nachts über die Mauer gelassen haben. Die sind vor 2000 Jahren schon verstorben. Die würden auferstehen. Die vor 1900 Jahren verstorben sind in Christus, die würden auferstehen. Die vor 1500 Jahren verstorben sind, die vor 1200 Jahren, vor 800 Jahren. Also die Gläubigen der letzten 2000 Jahre werden weltweit aus den Gräbern auferstehen und hinaufgerückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Das kann man sich kaum vorstellen. Die werden mit ihrem neuen Leib auferstehen. Die werden hingerückt werden in Wolken. Da, wo ihr wohnt, da, wo ich wohne, da werden auf den Friedhöfen die Gräber aufgehen. Und überall auf der ganzen Welt werden Menschen auferstehen
Und Christus wird sie sammeln von einem Ende des Himmels bis zum anderen, werden auferstehen und werden Christus entgegengerückt. Das ist etwas sehr Großes. Wahrscheinlich ist die Anzahl derer, die da auferstehen wird, weil sie über 2000 Jahre alle Christen sind, die an Christus geglaubt haben und im Herrn verstorben sind, auferstehen, noch mehr sein als die, die in Hamageddon sich gegenüberstehen. Und das werden die sehen, denn die Offenbarung sagt ja auch, es sahen sie ihre Feinde. Und dieses Ereignis ist dermaßen groß und beeindruckend, dass diese beiden Heere sich zusammentun. Davon schreibt Psalm 83. Das schauen wir uns gleich mal an. Wenn die Entrückung ist, dann werden auch die Israeliten, die dann noch leben und bis dahin im Bund waren mit dem Antichristen, die werden Ehre geben dem Gott des Himmels, sagt Offenbarung 11. Und dann fliehen die nach Jerusalem und verschanzen sich dort. Und dann ist ein kleiner Überrest aus diesem Volk Israel. Die Entrückung ist dann geschehen. Die gehören nicht mehr zur Gemeinde Jesu. Ja? Die sind nicht wiedergeboren. Die Wiedergeburt endet mit der Entrückung. Die hat begonnen. Zum ersten Mal Wiedergeburt in der Heilsgeschichte Gottes gab es zu Pfingsten in Jerusalem. Und die Auferstehung die Entrückung ist der Schlusspunkt der Gemeinde Jesu. Danach gibt es keine Wiedergeburt mehr. Das heißt, diejenigen, die dann sehen werden, wie die Gemeinde Jesu entrückt wird, und zwar die Gräber sich öffnen und die entrückt werden und auch die, die dann noch leben, entrückt werden, zum Teil sind die ja dann in die Wüste geflohen, ja, Offenbarung 12, das ist dermaßen beeindruckend und groß, dass die vom Antichristen abfallen und Ehre geben dem Gott des Himmels. Und die flüchten in die zerstörte Stadt Jerusalem, verschanzen sich dort und warten darauf, dass Gott kommt und sie rettet vor dem Antichristen und dem heranstürmenden Heer der Könige vom Euphrat. Also die ganzen Heiden, die ganzen Nationen werden alle dort versammelt werden. So sagt ja auch die Bibel in Hamageddon. Und sie ziehen dann rauf nach Jerusalem. Man muss sich das vorstellen, die sind total verfinstert. Die sind vollkommen von diesem okkulten Geist erfüllt. Und die hassen Jesus und die hassen seine Gemeinde und die hassen Jerusalem. Und die hassen die Israeliten, die sich dort versammelt haben. Und die wenden sich dann zusammen gegen die Stadt Jerusalem und greifen Jerusalem an. Und brechen auch in die Stadt. Aber dann kommt Jesus Christus wieder auf den Ölberg. Und dann geschieht noch etwas Größeres, was wir uns jetzt mal im Detail anschauen wollen. Also das ist die Situation, das ist der Hintergrund dessen, von dem ich glaube, dass der Psalm 83 darauf Bezug nimmt. Der wird immer wieder auch mal zitiert, vor allem weil dort auch der Begriff Midian genannt wird. Und mit dieser Schlacht in Midian, die ja im Richterbuch beschrieben wird, und die ein Bild ist auf diese große Endzeitschlacht in Hamageddon, mit der beschäftigen wir uns ja hier. Und deswegen lese ich mal einfach den Psalm 83 und noch einige andere Bibelstellen. Auch Habakuk schauen wir uns noch mal an und dann müssen wir auch Jesaja noch mal anschauen. Also ich beginne mal mit Psalm 83. Ein Psalmlied Asafs. Gott, schweige doch nicht also und sei doch nicht so still. Gott, halte doch nicht so inne. Ja, die rufen also und sagen, Herr, warum kommst du nicht, warum hilfst du nicht, warum greifst du nicht ein? Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, richten den Kopf auf. Das sind diese Heere des Antichristen und die Heere vom Neo-Assyrer. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, das sich in Jerusalem verschanzt hat. Das ist nur ein Überrest aus Israel, das ist nicht ganz Israel, das ist ein Teil von Israel, der sich dort in Jerusalem verschanzt hat. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk und ratschlagen wieder deine Verborgenen, die verborgen sind in den Trümmern Jerusalems. Wohlher, sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien, dass des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Also die wollen endgültig Jerusalem zerstören, endgültig Israel vom Erdboden auslöschen. Ja? Denn sie haben sich miteinander vereinigt und einen Bund wider dich gemacht. Die Hütten der Edomiter und Ismaeliter, der Moabiter und Hagariter, der Gebaliter, Ammoniter und Amalekiter, die Philister samt denen zu Tyrus. Ich habe das hier mal in einer Karte dargestellt. Das sind so ganz grob die Regionen, die hier genannt werden. Die liegen alle um Jerusalem, um Israel herum. Das heißt, alle diese Völker sammeln sich. Und dazu kommen noch diese Könige vom Euphrat, die sich in Hamageddon gelagert haben. Und dazu kommt auch das Heer des Antichristen noch aus
Nordafrika. Das ist hier im Psalm 83 nicht beschrieben, nicht im Detail, aber wir sehen, dass da noch einige Aussagen von auch in den Parallelstellen auch kommen. Wir lesen im Psalm 83 mal weiter. Da steht jetzt in Vers 9 ein ganz interessanter Vers. Da steht, Assur, also Assyrien, hat sich auch zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Kindern Lot. Das ist jetzt die alte Lutherbibel von 1912. Ich lese mal noch ein paar Parallelausgaben der Bibel. In der Elberfelder Bibel steht, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Oder die Lutherbibel jetzt in der aktuellen Fassung sagt, auch Assur hat sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lot. Daraus sieht man schon, dass da keine Schlacht in Hamageddon stattfindet, sondern dieses Entrückungsereignis und der Hass gegen Gottes Volk vereint sie in einem gemeinsamen Schlag gegen Jerusalem, um Israel komplett zu vernichten, um die Stadt Jerusalem endgültig dem Erdboden gleichzumachen. Ja. Da steht nicht, dass einer den anderen besiegt hätte, sondern dass sich Assur ihnen anschließt. In der Hoffnung für alle steht, sogar die Assyrer haben sich ihnen angeschlossen. Sie verbünden sich mit den Moabitern und den Ammonitern. Oder die Schlachterbibel in der aktuellen Ausgabe schreibt, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden. Die vereinen sich also, die bilden eine Koalition. Ja? Die kämpfen nicht gegeneinander und ringen sich gegenseitig nieder, sondern die treffen sich in Hamageddon, die werden in Hamageddon gesammelt. Mehr sagt die Offenbarung auch nicht. Und dieses Entrückungsereignis erschreckt sie und gleichzeitig ärgert es sie auch. Und sie ziehen dann hinauf, gemeinsam hinauf nach Jerusalem. In der Züricher Bibel noch vielleicht zur Ergänzung, auch Assur hat sich mit ihnen verbündet, leiht seinen Arm den Söhnen Lots. Die gute Nachricht sagt, sogar die Assyrer kommen noch dazu und bringen den Nachkommen Lots Verstärkung. Neue Genfer Bibel sagt, auch die Assyrer haben sich ihnen angeschlossen und unterstützen die Moabiter und die Ammoniter, die Nachkommen Lots. Und zum Schluss habe ich noch die Einheitsübersetzung hier. Auch Assur schließt sich ihnen an und leiht den Arm den Söhnen Lots. Also hier sieht man schon, dass es nicht darum geht, dass Assyrien gegen den Antichristen kämpft und dieses gegenseitig dort in Hamageddon besiegen, sondern dass sich Assur mehr oder weniger freiwillig diesem Heer des Antichristen anschließt. Dann steht in Vers 9, tue ihnen wie den Midianitern, wie Sisera, wie Jabin am Bach Kison, die vertilgt wurden bei Endor und wurden zu Kot auf der Erde. Endor liegt in Hamageddon, in dieser großen Ebene zwischen dem See Genezareth und dem Mittelmeer. Mache ihre Fürsten wie Oreb und Seb, alle ihre Obersten wie Seba und Zalmunna, die da sagen, wir wollen die Häuser Gottes einnehmen. Gott mache sie wie einen Wirbel, wie Stoppeln vor dem Winde. Hier werden erstaunlicherweise diese Pärchen aufgezählt, drei Pärchen, ja, Jabin und Sisera, Oreb und Seb, Seba und Zalmunna. Darüber habe ich schon mal einen Clip gemacht, ich blende den mal ein hier oben, ja, könnt ihr oben draufklicken, dann könnt ihr euch den anschauen. Denn so wie es in der Antike, in der biblischen Antike diese Pärchen gab, ja, also Jabin und Sisera, Oreb und Seb, Seba und Zalmunna, so gibt es in der Endzeit dieses Pärchen zwischen dem Tier aus dem Land und dem Tier aus dem Meer. Zwischen dem Antichristen und dem falschen Propheten. Ja, und diese Bilder im Alten Testament von Jabin und Sisera, von Oreb und Seb, von Seba und Zalmunna sind Vorbilder, sind Prophetien auf diese endzeitliche Koalition oder diese endzeitliches Pärchen zwischen dem Antichristen und dem falschen Propheten. Die findet man schon tief im Alten Testament. Das ist auch das, was ich immer sage. Alles, was im Neuen Testament steht, ist im Alten Testament schon angelegt und muss aus dem Alten Testament entwickelt werden. Vielleicht nur eine kurze Anmerkung dazu, gerade Jabin und Sisera. Bei Sisera ist es so, Sisera ist der Feldhauptmann von dem König Jabin. Und der König Jabin, der wohnt in Hazor, das ist nördlich vom See Genezareth. Und Sisera wohnt in einem Ort, der nennt sich Haroshet Goyim. Haroshet Goyim heißt so viel wie ein heidnisches Standbild. Das erinnert ein bisschen an das, was in der Offenbarung steht, dass der falsche Prophet ein
ein sprechendes Bild macht, ja, um die Anbetung des Antichristen damit durchzuführen und einzuführen. Ja. Das heißt also hier auch schon bei Sisera findet man das im Alten Testament schon, der wohnt in Haroshet Goyim, ein heidnischen, Goyim sind die Heiden und Haroshet ist wohl ein hölzernes Standbild oder ein Götzenbild, ja, ein heidnisches Götzenbild, also ein Hinweis auf das, was in der Offenbarung steht. Das ist gigantisch, ja, das steht im Richterbuch, ja, das ist ganz vorne im Alten Testament und hat Bezüge bis hinten aufs letzte Buch in der Bibel. Daran sieht man schon, die Bibel ist aus einem Guss und man darf das nicht unterschätzen. Man darf nicht in diese Offenbarungsbilder eigene Vorstellungen rein implementieren, sondern man muss das im Alten Testament suchen und daraus entwickeln und das in Verbindung stellen. Das ist das, was ich immer wieder auch hier versuche. Und vielleicht noch eine Anmerkung auch zu Jabin. Jabin wird zweimal genannt, und zwar wird Jabin von Josua getötet. Und im Richterbuch, im darauffolgenden Buch, kommt Jabin plötzlich wieder vor als König. Und die Theologen sagen, wir wissen nicht warum, wir können das nicht verstehen. Der Jabin war doch vom Josua bei der Landnahme getötet worden. Wie kann es sein, dass der im Richterbuch wieder aufkommt? Und dann hat man da alle möglichen Vorstellungen zum Versuch, sich das so ein bisschen hinzubiegen und hinzuerklären. Aber niemand kann das erklären. Ihr könnt das auch googeln. Ich habe das in dem Clip, den ich euch da hier oben gezeigt habe, habe ich das auch im Detail nochmal ausgeführt, auch die Stellen euch gezeigt und vorgelesen, wo die Theologen versuchen, das irgendwie zu erklären. Niemand hat dafür eine Erklärung. Wenn man das aber mit der Offenbarung in Verbindung setzt, dann spricht die Offenbarung von einem Herrscher, von einem Tier, das war und nicht war und wieder sein wird. Und auch das ist angelegt und angedeutet in diesem König Jabin. Denn dieser König Jabin hat alle Völker gegen Israel geführt. Und genauso macht es auch der Antichrist. Der Antichrist, der ein Abbild des historischen Antiochos Epiphanes ist, der historische Antiochos Epiphanes, der hatte die Wunde vom Schwert, der war tot. Und in der Endzeit kommt ein solcher Seleukidenkönig aus Syrien, aus dieser seleukidischen, diadochischen, alexandrinischen Linie genau wieder auf. Ja. Dieses Tier war also, Antiochos Epiphanes, war nicht während des Römischen Reichs und wird in der Endzeit wiederkommen. Angedeutet durch Jabin im Alten Testament. Das ist gigantisch. Da stehe ich staunend vor. Das ist für mich ein Grund der Anbetung. Und zu sagen, Gott, das ist dein Wort, das konnte niemand geschrieben haben, so tief im Alten Testament vor 3.500 Jahren, vielleicht vor längerer Zeit. Ja? Das ist gigantisch. Und dass wir die Bücher jetzt Richterbuch und Offenbarung miteinander in Verbindung bringen und vergleichen, als ob die aus einer Feder stammen, das ist was Besonderes. Denn dazwischen liegen ja ganze Zeitalter, ganze Dynastien, ganze Königreiche, ganze Weltreiche. Und wir tun so, als ob das Richterbuch und die Offenbarung aus einer Feder kommen, stellen die direkt nebeneinander. Das ist was Großes. Das ist was Besonderes. Ja? Das heißt also, in diesem Psalm 83 wird der Ruf beschrieben des Überrestes, der sich in dieser zerstörten Stadt Jerusalem verschanzt hat und dort auf Gottes Hilfe wartet. Dann werden die Nationen beschrieben, die alle um Israel herum sind und Israel vernichten wollen, speziell die Stadt Jerusalem vernichten wollen. Hier wird beschrieben, dass Assur sich ihnen anschließt, dass Assur den Kindern Lot hilft. Und hier wird beschrieben, dass dieser Überrest oder auch vielleicht der Asaf, der den Psalm geschrieben hat, der ruft zu Gott und sagt, tue ihn wie den Midianitern, tue ihnen wie Jabin und Sisera, tue ihnen wie Oreb und Seb, tue ihnen wie Seba und Salmuna, tue ihnen, wie du tun wirst, dem Antichristen und dem falschen Propheten. Das ist das, was Psalm 83 hier sagt. Mache ihre Fürsten wie Oreb und Seb, alle ihre Obersten wie Seba und Salmuna, die da sagen, wir wollen die Häuser Gottes einnehmen. Das ist ein Bild für die Stadt Jerusalem, die verheert und zerstört ist. Denn dahin ziehen sie, diese Heere. Gott mache sie wie einen Wirbel, wie Stoppeln vor dem Winde. Wie ein Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme den Berg anzündet, also verfolge sie mit deinem Wetter und erschrecke sie mit deinem Ungewitter. Gott kämpft vom Himmel mit Wetter und Ungewitter gegen diese Heere. Das wird kommen. Gott kommt vom Himmel und kämpft vom Himmel gegen diese Angreifer. Mache ihr Angesicht voll Schande, dass sie nach deinem Namen fragen müssen, o Herr. Schämen müssen sie sich und erschrecken auf immer und zu Schanden werden und umkommen. So werden sie erkennen, dass du mit deinem Namen heißest Herr allein und der Höchste in aller Welt.
Gott ist der Herr der Welt. Christus ist der Herr der Welt. Nicht mal die endzeitlichen Heere des Antichristen und der Neo-Assyrer können gegen Gott kämpfen und vorgehen. Christus Jesus ist der Herr der Welt. Der Stein, der das Standbild an die Füße schlägt, der wird zu einem Felsen, der die ganze Welt erfüllt. Ja? Und dieses Standbild, was wir in Daniel sehen, dieses Tier, was die babylonischen und die persischen und die alexandrinischen Eigenschaften in sich vereint, Löwe, Bär und Parder, in umgekehrter Reihenfolge sogar in Offenbarung 13, als ob Gott die Zeit zurückdreht in diese antike Situation, die werden alle zerschlagen. Das ganze Standbild wird zertrümmert und pulverisiert. Das goldene Haupt, die silberne Brust, die bronzenen Hüften, die eisernen Beine, der Ton, alles wird zerschlagen von diesem Felsen. Das geschieht, wenn Christus wiederkommt. Das ist etwas Großes, was hier gezeigt wird. Das ist etwas sehr Besonderes und das ist eine Schlacht, wie die Welt sie noch nie gesehen hat. Und wir wollen noch etwas tiefer in diese Thematik eindringen und ich lese uns einige Verse aus Habakuk, Prophet Habakuk, Kapitel 3 in dem Zusammenhang. Von Vers 3, Gott kam vom Mittag und der Heilige vom Gebirge Paran. Gott kam vom Mittag, vom Süden, von der Wüste Negev, vom Gebirge Paran. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von dem Gebirge Paran. Da liegt's und so sieht's da ungefähr aus. Das ist das Gebirge Paran. Und von dort kommt Gott. Seines Lobes war der Himmel voll, und seiner Ehre war die Erde voll. Sein Glanz war wie Licht, Strahlen gingen von seinen Händen, darin war verborgen seine Macht. Vor ihm her ging Pestilenz und Plage aus, wo er hintrat. Das ist jetzt, wenn Gott vom Himmel herabkommt. Wenn Gott selber vom Himmel herabkommt und nicht mehr da ist, um Menschen zum Glauben zu rufen, sondern jetzt geht Pestilenz vor ihm aus, Krankheit. Er kommt zum Gericht, um die Welt zu richten. Und er kommt, um Christus zu helfen. Das ist ein Zeitpunkt, in dem Christus auf den Ölberg, wir sehen das gleich auch noch hier in Habakuk 3, ich lese die Verse gleich noch vor, Christus kommt dann, wenn der Antichrist, Der zieht praktisch von Harmageddon nach Süden gegen Jerusalem und hinter ihm her kommen die Neo-Assyrer, kommt Assur zusammen mit dem Antichrist und wollen Jerusalem angreifen und zerstören. Die brechen auch in die Stadt, aber dann kommt Christus vom Himmel herab auf den Ölberg, unglaublich, ja, mit seiner Gemeinde und der Antichrist wird sein Ende finden bei der Belagerung des werten Heiligen Berges, bei der Belagerung Jerusalems. Aber hinter dem Antichristen her stürmen die Neo-Assyrer, kommt Assur und greift auch Jerusalem an. Und dann kommt Gott vom Gebirge Paran, Gott Vater selbst vom Gebirge Paran, von Süden, von der Negev-Wüste. Vor ihm her ging Pestilenz und Plage ging aus, wo er hintrat. Er stand und maß die Erde. Er schaute und machte beben die Heiden, dass zerschmettert wurden die Berge, die von Alters her sind, und sich bücken mussten die ewigen Hügel, da er wie vor Alters einherzog. Ich sah der Mohren Hütten in Not und der Midianiter Gezelte betrübt. Das sind diese Midianiter, ja, die jetzt Angst haben vor Gott, der vom Himmel herab gegen sie kämpft. Die neue evangelistische Übersetzung und andere Übersetzungen, die sagen hier Kuschan, also nicht die Mohren, das ist halt altes Lutherdeutsch, ja, dass die Zelte Kuschans in Not geraten. Kuschan liegt südlich vom Israel, Kusch sagen manche. Manche vermuten, dass das Äthiopien ist. Also die Heere vom Süden und die Heere vom Norden, alle die gegen Jerusalem ziehen, haben Angst und sind in großer Not und Betrübnis, weil Gott selber vom Himmel herabkommt. Warst du nicht zornig, Herr, in der Flut und dein Grimm in den Wassern und dein Zorn im Meer, da du auf deinen Rossen rittest und deine Wagen den Sieg behielten? Du zogst den Bogen hervor, wie du geschworen hattest, den Stämmen und verteiltest die Ströme ins Land. Das ist die Beschreibung, wie Gott kommt und wie er Ströme von Heeren, von Himmelsheeren, von Engelsheeren mitbringt und über dieses Land Israel, über diese Wüstenei ergießt, die dort in der Endzeit ist. Denn bis zum Ende wird's wüst sein. Die Berge sahen dich und ihnen ward bange. Der Wasserstrom fuhr dahin. Die Tiefe ließ sich hören. Die Höhe hob die Hände auf. Sonne und Mond standen still. Gott kommt.
Deine Pfeile fuhren mit Glänzen dahin und deine Speere mit Leuchten des Blitzes. Du zertratest das Land im Zorn, du zerdroschest die Heiden im Grimm. Das sind die Goyim, das sind die Nationenvölker, die dort Jerusalem belagern. Du zogest aus, deinem Volk zu helfen, nämlich dem Volk, das in Jerusalem sich verschanzt hat. Und jetzt kommt's, zu helfen deinem Gesalbten. Der Gesalbte Gottes, das ist Christus, der Messiach, der Maschiach, ja, der Gesalbte Christus heißt es. Auf Griechisch heißt ja der Gesalbte Christus. Gott kommt, Gott Vater kommt, um seinem Gesalbten zu helfen und seinem Volk. Vom Himmel herab. Vater und Sohn kämpfen mit der Gemeinde Jesu gegen diese riesige Übermacht der Heere, die dort Jerusalem belagern. Du zogest aus, deinem Volk zu helfen deinem Gesalbten. Du zerschmettertest das Haupt im Hause des Gottlosen und entblößtest die Grundfesten bis an den Hals. Du durchbohrtest mit seinen Speeren das Haupt seiner Scharen, die wie ein Wetter kamen, mich zu zerstreuen, und freuten sich, als fräßen sie den Elenden im Verborgenen. Die Elenden im Verborgenen, das sind die, die sich nach Jerusalem geflüchtet haben, weil sie sonst nicht mehr wissen, wohin. Ja, das ist dieser Überrest aus Israel, der sich bei der Entrückung zu dem Gott des Himmels bekannt hat und dann nach Jerusalem geflüchtet ist und sich dort in großer Not verborgen hat. Ja? Das ist mit diesem Vers gemeint. Deine Rosse gingen im Meer, im Schlamm großer Wasser. Diese großen Wasser bedeuten oft diese großen Heere, große Heerscharen in der Bibel. Weil ich solches hörte, bebt mein Leib. Meine Lippen zittern von dem Geschrei. Eiter geht in meine Gebeine und meine Knie beben, dieweil ich ruhig harren muss bis auf die Zeit der Trübsal, da wir hinaufziehen zum Volk, das uns bestreitet. Denn der Feigenbaum wird nicht grünen und wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Die Arbeit am Ölbaum ist vergeblich und die Äcker bringen keine Nahrung. Und Schafe werden aus den Hürden gerissen und werden keine Rinder in den Ställen sein. Große Verwüstung des Landes. Bis zum Ende wird's wüst bleiben, sagt der Engel. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meine Höhen führen. Das ist Habakuk. Der beschreibt eine große, gigantische Schlacht, die dort geschlagen wird, am Ende der Zeit. Wenn Gott dann kommt von Süden, dann treibt er den Belagerer, dann treibt er den Assyrer nach Norden. Und wo kommen die dann hin? In die Ebene Hamageddon, und dort legt er sie nieder. Dort werden die Heere von Assyrien, des endzeitlichen Assyrien, niedergelegt durch Gott. Ja, das eine Ende ans Meer gegen Westen und das andere Ende ans Meer gegen Osten reicht, nämlich einmal ans Mittelmeer und einmal ans Galiläische Meer. Und dort wird er niedergebracht und dort wird er verfaulen. So steht auch in der Schrift. Das wird hier gezeichnet in großen Bildern. Also wir haben große Dinge hier, die wir sehen. Wir haben diese gigantische Entrückung, wo alle Gläubigen wo alle Gläubigen, alle, die an Jesus geglaubt haben, werden lebendig, kommen aus den Gräbern, werden hinaufgerückt, sichtbar hinaufgerückt in den Himmel. Die dann noch leben, das ist ja ein Überrest, der dann auch in die Wüste geflohen ist, dann Offenbarung 12. Und vielleicht auch weltweit Menschen, die dann noch an Jesus glauben, die dann noch leben, werden mit den auferstandenen Toten hinaufgerückt in Wolken dem Herrn entgegen und werden bei ihm sein alle Zeit. Das ist das, was die Schrift sagt. Da gibt es schwierige Zeiten, die kennen wir jetzt auch. Die Zeiten werden noch verrückter werden, noch absurder werden, als wir die jetzt vielleicht schon sehen. Ich glaube, dass die letzte Bastion göttlicher Wahrheit wird die Bibel sein. In den Medien werdet ihr vieles Verwirrende hören. Ja? Meinungen, Gegenmeinungen, Quellen, Gegenquellen. Einer sagt dieses, einer sagt das andere. Die Menschen werden gegeneinander kommen und einer wird streiten gegen den anderen. Das sagt Jesus ja auch, ja, dass diese Zeiten so sein werden in der letzten Zeit. Und in diesem ganzen Wirrwarr von Informationen und von Hoffnungen und von Traurigkeiten, da bleibt nur eins übrig, das Wort Gottes, die Bibel. Das bleibt übrig. Und im Internet, da werden Nachrichten kommen. Die einen Nachrichten sind dann verfälscht, die sind überarbeitet worden, die sind abgeändert worden. Ihr wisst ja nicht, ob die Quellen wirklich stimmen, auf die ihr euch da verlasst.
Vielleicht gibt es irgendwie ein Gesamtbild, was man hat, aber irgendwas Greifbares, was, wo man sich wirklich drauf bauen kann, wo man wirklich sagen kann, das ist wahr, das wird es nicht mehr geben. Was aber wahr ist und was es geben wird, bis Jesus Christus kommt, ist die Bibel, ist Gottes Wort. Das ist das meistgedruckteste Buch der Welt und das ist das Wichtige dabei. Das ist gedruckt, das liegt schriftlich vor, das kann man im Nachhinein nicht mehr ändern, ohne dass man das merkt. Und ihr könnt jede Bibel aus dem Regal nehmen, egal welche Ausgabe ihr habt. Die Bibel ist nicht verändert worden. Das ist ein Blödsinn, der euch da erzählt wird. Es gibt Übersetzungsvarianten. Ja, das ist richtig. Habt ihr ja eben auch gesehen. Dass ich lese auch gerne mal eine andere Übersetzungsvariante. Aber der Sinn ist der gleiche. Und die hebräischen Worte sind die gleichen und die griechischen Worte sind auch die gleichen. Lasst euch das Wort Gottes nicht aus den Händen nehmen. Lasst euch das Wort Gottes nicht aus den Händen nehmen. Das Wort Gottes ist euer Schwert. Lasst euch nicht entwaffnen von irgendwelchem Geschwätz, was gehalten wird. Diese Worte sind zuverlässig und die sind gewiss. Jesus sagt, von diesem Wort wird kein i-Tüpfelchen vergehen. Eher werden die Berge hinstürzen und hinfallen, als dass dieses Wort vergeht. Glaubt doch nicht, wenn euch einer sagt, die Bibel wäre geändert worden. Das ist ein Unsinn. Das ist wirklich ein Unsinn. Lasst euch nicht entwaffnen. Das ist euer wichtigstes Gut in der Endzeit. Ja, die Heilige Schrift. Es gibt welche, die bevorzugen. Ich habe jetzt halt die alte Lutherbibel, ja, die habe ich schon seit 30 Jahren, das ist mein Arbeitspferd. Die kenne ich gut, die nehme ich dann auch, die darf ich auch abfotografieren, da gibt es kein Copyright mehr drauf. Das ist Gottes Wort, was wir haben. Ja. Aber ich nehme auch andere Bibeln, ich habe einen ganzen Schrank voller Bibeln und freue mich immer, wenn ich auch mal eine andere Übersetzung habe, damit ich so ein bisschen auch genauer den Kern da der Aussagen auch finden kann. Deswegen habe ich euch ja eben auch diese anderen Übersetzungen gezeigt, da bei diesem Vers 9 im Habakuk. Die Bibel bleibt die letzte Quelle göttlicher Wahrheit. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und die Bibel sagt, Jesus Christus kommt und wird sein Reich aufrichten. Ein Reich der Freude, ein Reich der Gerechtigkeit auf Erden. Aber die heute zum Glauben an Jesus Christus kommen, die werden in sein himmlisches Reich kommen. Das ist nochmal was ganz anderes. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt ist die Möglichkeit, die Hände zu falten und zu sagen, Herr Jesus, schenk mir Gnade. Darf ich auch dazu gehören? Ja, Gott anzurufen und zu sagen, ich will umkehren, ich will mein Leben in Ordnung bringen, ich will ein neues Leben leben mit dir, sei du mein Herr. Wenn dann Gott Gnade schenkt und Gott ist gerne gnädig, dann gibt der Glauben und dann schenkt der Glauben, dann fängt der Hunger an. Ja, da hat man Hunger nach Gottes Wort. Das sind die drei H. Hunger, Heiligung, Heimweh. Ja, Hunger nach Gottes Wort, Heiligung, Abwendung von den Sünden und Heimweh nach Gottes Reich. Heimweh zum Himmel, aber vor allem Heimweh, diesen Mann Jesus zu sehen. Diesen König aller Könige, den Herr aller Herren. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich möchte euch noch gerne ein paar Verse vorlesen von Jesaja 10, ab Vers 28. Er kommt gen Ajat, er zieht durch Migron, er mustert sein Gerät zu Michmas. Sie ziehen durch den engen Weg, bleiben in Geba über Nacht. Rama erschrickt, Gibea Sauls flieht. Du Tochter Gallim, schreie laut. Merke auf, Laisa, du elendes Anatot. Madmena weicht, die Bürger zu Gebim werden flüchtig. Hier wird der Weg beschrieben, den diese Truppen von Hamageddon nehmen, um nach Jerusalem raufzuziehen. Und hier wird beschrieben, wie Ortschaft nach Ortschaft fällt. Ja, ich habe euch hier eine kurze Karte, die zeige ich euch mal kurz. Da könnt ihr sehen, wie diese Route ist, die sie da nehmen und wo diese Ortschaften liegen. Davon spricht hier Jesaja 10. Man bleibt vielleicht einen Tag zu Nob, so wird er seine Hand regen, wieder den Berg der Tochter Zion, wieder den Hügel Jerusalems. Das heißt also, der Angreifer kommt von Norden über diese ganzen Ortschaften und greift dann den Berg Zion an, den Berg Gottes in Jerusalem. Aber siehe, der Herr Zebaoth wird die Äste mit Macht verhauen, was hoch aufgerichtet steht, verkürzen, dass die Hohen erniedrigt werden, und der dicke Wald wird mit Eisen umgehauen werden, und der Libanon wird fallen durch den Mächtigen. Das heißt, Gott wird alles vernichten, was da an Angreifern gegen seine Stadt und gegen seinen Berg Zion heranrückt. Das ist in diesen Worten beschrieben. Das sind die letzten Verse aus diesem Jesaja Kapitel Nummer 10. Ich möchte aber gerne auch noch die anfänglichen Verse lesen, weil wir die jetzt verstehen können mit dem Wissen, was wir jetzt haben. Da steht ab Vers 5, O weh Assur, der meines Zornes ruhte und in dessen Hand meines Grimmes stecken ist. Ich will ihn senden wieder ein Heuchelvolk, wieder Israel. Das ist dieses abgefallene, gottlose Israel, was mit dem Antichristen
in Bund ist. Und ich will ihm Befehl tun, wieder das Volk meines Zorns, dass er es beraube und austeile und zertrete es wie Kot auf der Gasse. Das ist das abgefallene, endzeitliche, gottlose Israel. Wiewohl er es nicht so meint, also der Assyrer meint, er wäre auf eigene Rechnung unterwegs und er würde selber seine Pläne schmieden, ja, aber tatsächlich ist er nur ein Werkzeug Gottes. Wiewohl er es nicht so meint und sein Herz nicht so denkt, sondern sein Herz steht zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. So was Ähnliches steht vom Antichristen. Wenn der Antichrist hört, dass von Norden und von Osten, dass da Gerüchte kommen, dann zieht er auch aus, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Denn er spricht, sind meine Fürsten nicht allzumal Könige? Ist Kalno nicht wie Kaschemis? Ist Hamat nicht wie Arpad? Ist nicht Samaria wie Damaskus? Wie meine Hand gefunden hat die Königreiche der Götzen, so doch ihre Götzen stärker waren, denn die zu Jerusalem und Samaria sind. Sollte ich nicht Jerusalem tun und ihren Götzen, wie ich Samaria und ihren Götzen getan habe? Wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berg Zion und zu Jerusalem, das heißt, wenn der Herr sein Werk ausgerichtet hat auf Zion, wenn der Herr den Antichristen niedergelegt hat, will ich heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und die Pracht seiner hoffärtigen Augen. Das heißt, erst wird der Antichrist bei der Belagerung des Zionsberges besiegt und ausgerottet und dann kommt der Assyrer an die Reihe. Der wird getrieben nach Norden bis in die Ebene Jezreel, bis nach Hamageddon und wird dort niedergelegt werden. Wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berg Zion und zu Jerusalem, will ich heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und die Pracht seiner hoffärtigen Augen. Darum, dass er spricht, ich habe es durch meiner Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich habe die Länder anders geteilt und ihr Einkommen geraubt und wie ein Mächtiger die Einwohner zu Boden geworfen. Und meine Hand hat gefunden die Völker wie ein Vogelnest, dass ich habe alle Lande zusammengerafft, wie man Eier aufrafft, die verlassen sind, da keines eine Feder regt oder den Schnabel aufsperrt oder zischt. Mag sich auch eine Axt rühmen wider den, der damit haut, sagt Gott, ja, kann sich der Assyrer rühmen gegen mich, oder eine Säge trotzen wider den, der sie zieht, als ob eine Rute schwänge den, der sie hebt, als ob der Stecken höbe den, der kein Holz ist. Ja, als ob es genau umgekehrt ist, als ob der Stecken den bewegen würde, der den Stecken in der Hand hat. Ja, der kein Holz ist, sondern der lebt. Der Stecken ist tot. Der den Stecken in der Hand hat, ist ja lebendig. So sagt Gott, so kann auch Assur sich nicht gegen Gott rühmen. Gott benutzt Assur zu dem, was Gott will. Ja, so sagen auch viele, ja gut, der Staat Israel ist überhaupt nicht von Gott gegründet, der ist ja von Menschen gegründet. Ja, sage ich, es mag sein, das war die Balfour-Erklärung und da waren vielleicht die Rothschilds dran beteiligt, wer auch immer. Aber Gott lenkt das Herz der Könige wie Wasserbäche. Und das sehen wir hier auch. Der Assyrer glaubt zwar, er hätte es getan, so wie vielleicht auch der Rothschild glaubt, dass er Israel gegründet hätte. Aber das sind Stecken und Sägen und Äxte, die Gott in seiner Hand hält und die Gott führt. Ja, und die Gott bewegt zu dem, was er will. Darum wird der Herr Zebaoth unter den fetten Assurs die Darre senden. Und seine Herrlichkeit wird er anzünden, dass sie brennen wird wie Feuer. Und das Licht Israels wird ein Feuer sein. Und sein Heiliger wird eine Flamme sein. Christus wird eine Flamme sein. Und Christus wird mit der Gemeinde und mit dem Überrest dann in Jerusalem gemeinsam, sieht man auch bei Gideon, wie der langsam alle Stämme da zusammenholt und die zusammennimmt und dann gegen den Midianiter kämpft. Dasselbe passiert hier auch. Und das Licht Israels wird ein Feuer sein. Das Licht Israels wird ein Feuer sein, ein verzehrendes Feuer. Und sein Heiliger wird eine Flamme sein. Christus, Gott selbst, wird eine Flamme sein. Und sie wird seine Dornen und Hecken anzünden und verzehren auf einen Tag. Und die Herrlichkeit seines Waldes und seines Baumgartens soll zunichte werden, von den Seelen bis aufs Fleisch. Und wird zergehen und verschwinden, dass die übrigen Bäume seines Waldes können gezählt werden und ein Knabe sie kann aufschreiben. Das ist dann, wenn Gott und Christus, der Vater und der Sohn, mit der Gemeinde und mit dem Überrest gegen diese angreifenden Heere kämpft und alles niederlegt, alles besiegt, denn er ist der Herr der Welt. Das ist unglaublich, ja, das ist gigantisch und groß. Da ringt man ja um Worte, um zu beschreiben, was hier der Text uns sagt. Und jetzt wird es interessant.
Zu der Zeit werden die übrig gebliebenen in Israel, das ist der Teil, der abfällt vom Antichristen, und die errettet werden im Hause Jakob, sich nicht mehr verlassen auf den, der sie schlägt, auf den Antichristen, sondern sie werden sich verlassen auf den Herrn, den Heiligen in Israel, in der Wahrheit. Sie geben Ehre dem Gott des Himmels, ja, dieser Überrest. Die übrig gebliebenen werden sich bekehren, ja, die übrig gebliebenen in Jakob, zu Gott, dem Starken. Denn ob dein Volk, o Israel, ist wie Sand am Meer, sollen doch nur seine übrig gebliebenen bekehrt werden. Denn Verderben ist beschlossen, Daniel. Und die Gerechtigkeit kommt überschwänglich und wird wie eine Flut kommen über diese Verwüstung, denn bis zum Ende wird es wüst bleiben, Daniel 9. Denn der Herr Zebaot wird ein Verderben gehen lassen, wie beschlossen ist, im ganzen Lande. Darum spricht der Herr Zebaot, fürchte dich nicht, mein Volk, das zu Zion wohnt, vor Assur. Das spricht wörtlich in die Situation, die wir jetzt skizziert haben, Jesaja 10. Er wird dich mit dem Stecken schlagen und seinen Stab wieder dich aufheben, wie in Ägypten geschah. Denn es ist noch gar um ein Kleines zu tun, so wird die Ungnade und mein Zorn über ihre Untugend ein Ende haben. Alsdann wird der Herr Zebaot eine Geißel über ihn erwecken, wie in der Schlacht Midians. Wieder Midian, Jesaja 10. Wie in der Schlacht Midians auf dem Fels Oreb und Seb. Und wird seinen Stab, den er am Meer brauchte, aufheben wie in Ägypten. Denn von Ägypten kommen auch die Truppen. Alles zusammengefasst hier in diesem einen Vers, ja, gigantisch. Zu der Zeit wird seine Last von deiner Schulter weichen müssen und sein Joch von deinem Halse, denn das Joch wird bersten vor dem Fett. Er kommt gen Ajat, er zieht durch Migron, er mustert sein Gerät zu Michmas. Sie ziehen durch den engen Weg, bleiben in Geba über Nacht, Rama erschrickt, Gibea Sauls flieht. Das sind die ganzen Ortschaften, wo beschrieben wird, wie der heranrückt, ja, dieser Belagerer, und wie dann der Herr gegen ihn kämpft. Du Tochter Gallim, schreie laut, merke auf Laisa, du elendes Anatot, Matmena weicht, die Bürger zu Gebim werden flüchtig. Man bleibt vielleicht einen Tag zu Nob, so wird er seine Hand regen, wieder den Berg der Tochter Zion, wieder den Hügel Jerusalems. Aber siehe, der Herr Zebaot wird die Äste mit Macht verhauen und was hoch aufgerichtet steht, verkürzen, dass die Hohen erniedrigt werden und der dicke Wald wird mit Eisen umgehauen werden und der Libanon wird fallen durch den Mächtigen. Und dann lesen wir noch Jesaja 9. Du machst des Volkes viel, du machst groß seine Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wenn man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians, schon wieder Midian. Ja? Jesaja 9, Jesaja 10, Habakuk 3, Psalm 83, Midian, die Schlacht von Midian. Das ist das, was mit Hamageddon zusammenhängt, aber diese eigentliche Schlacht, die findet um den Berg Jerusalem statt und im Tal Josaphat. Da zeige ich euch schnell auch nochmal eine Karte zu, dass ich das nicht vergesse. Das Tal Josaphat, das ist der Jordangraben. Denn von dort kam der Angriff gegen Josaphat und sein Volk. Und Josaphat hat auch ein großes Bußgebet zu der Zeit gebetet. Und Gott hat ihm geholfen und Gott hat die Stadt Jerusalem und Juda bewahrt gegen diese Angreifer von Osten. Und diese Angreifer von Osten kamen durchs Jordantal hinauf. Die sind quer über das Tote Meer rüber und sind dann direkt in die Berge Judas hinaufgestiegen. Und von dort wurden sie vertrieben und wurden besiegt und mussten flüchten durch dieses Tal. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das Tal Josaphat ist und dass der Bedränger, das endzeitliche Assyrien, in diesem Tal nach Norden flieht und dann in Hamageddon endgültig besiegt wird. Ja, das deswegen auch in der Bibel steht von dem Tal Josaphat. Du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie zur Zeit Midians. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten, Antichrist und Assyrien, endzeitliches Assyrien, und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn, jetzt wird's spannend, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst, das ist Jesus Christus. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Ewigvater.
Ein Kind ist uns geboren und sein Name heißt Ewigvater. Das heißt Mensch und Gott. Ja, Christus. Mensch und Gott gleichzeitig. Die Gottheit Jesu, die steht hier schon in Jesaja 9. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, wenn es um die Dreieinigkeit geht. Ja? Und ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater. Friedefürst, weil er dann sein Reich aufrichtet, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids. Jesus war ein Nachkomme Davids. Der Sohn Davids, der wahre Sohn Davids, ist Christus. Auf das des Friedens kein Ende werde auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, das erst zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Christus hier in Jesaja 9 in unmittelbarer Verbindung mit der Schlacht von Midian. Wie zur Zeit Midians, wenn der Angreifer heranrückt und Jerusalem angreifen wird. Das ist das Szenario, was ich euch zeigen wollte. Das ist das, was ich meine, diese große Schlacht Midians, die in Verbindung steht mit Harmageddon. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr glaube. Ich habe das am Anfang auch angenommen. Die ersten Clips sehen auch so aus, sie sind auch so ausgeführt. Ist auch nicht so schlimm, weil das jetzt zu der damaligen Zeit auch noch alles aufzudröseln, zu erklären, das überfordert ja den Zuschauer total. Ja? Von daher ist das nicht so schlimm. Es ist auch nicht so schlimm, weil es sich eigentlich nur darauf reduziert, dass ich der Meinung war, dass der Antichrist den Neo-Assyrer in Harmageddon besiegt und die dann alle zusammen nach Jerusalem raufziehen. Jetzt bin ich der Überzeugung, dass die gar nicht gegeneinander kämpfen, aber trotzdem auch alle gegeneinander raufziehen. Das heißt, meine fehlerhafte Annahme war lediglich die, dass ich der Meinung war, dass die gegeneinander kämpfen. Ansonsten ändert sich nichts, ja? Weder an dem Zeitrahmen noch an der Tatsache, dass beide zusammen nach Jerusalem hinaufziehen. In Jesaja 83 habe ich jetzt auch gesehen, ja, dass dort steht, dass der Assyrer sich ihnen anschließt, ja, dass der Assyrer sich dem Antichristen anschließt, Antichrist und falschen Propheten, ja, Oreb und Seb, Seba und Salmuna, Jabin und Sisera, alles zu finden in diesen Texten, alles zu finden im Psalm 83 und alle Stellen, die über Midian sprechen, als einem prophetischen Bild, nämlich Jesaja 9, Jesaja 10, Psalm 83 und Habakuk 3, sprechen alle von Christus. Christus kommt. Christus kommt auf dem Ölberg wieder und wird den Antichristen umbringen und niemand wird ihm helfen. Ja? Und dann kommt Gott von Paran, Habakuk 3, von der Negev-Wüste, von Süden und treibt die Truppen hinauf. Vom Himmel herab kämpft er gegen sie. Gibt es ganz viele Bilder im Alten Testament. Wir schauen uns auch noch abschließend dann nochmal so ein paar alttestamentliche Begebenheiten an mit Gideon. Es wird sehr viel Text, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Das ist die Schlacht von Harmageddon, die eigentlich gar keine ist, sondern das ist die Schlacht von Midian und die wird geführt gegen die Stadt Jerusalem und Gott wird seine Stadt beschützen und wird dann sein Reich aufrichten. Das betrifft aber nur dieses tausendjährige Reich, was auf der Erde sein wird. Ja? Die Gemeinde Jesu, die ist dann schon entrückt. Und die Aufgabe der Gemeinde Jesu im tausendjährigen Reich ist, dass wir mit Christus herrschen 1000 Jahre. Offenbarung. Dann werden wir mit Christus herrschen. Dann werden wir, ich sage das jetzt nur, weil es in der Bibel steht, sonst dürfte man das überhaupt nicht sagen, ja? Weil das einem Menschen nicht zugesteht. Wir werden mit Christus herrschen, wie Könige. Wir werden aber auch Priester sein, Gottes. Ja? Denn Petrus sagt ja auch, ihr seid ein königliches Priestertum. Dann sind wir ja Königpriester. Kleine Königpriester, ja, warum? Weil unser Herr Jesus Christus ein Königpriester ist und weil wir zu ihm gehören, wie Haupt und Glieder zu ihm gehören. Wir die Glieder und er das Haupt. Er ist der große Melchisedek, ja? Ein Priester nach der Weise Melchisedeks, ein Königpriester. Priester ist er schon heute, König wird er dann werden. Priester sind wir schon heute im Geist und in Wahrheit, wenn wir zu Jesus gehören, und Könige werden wir dann werden. Aus Gottes Gnade. Verdient haben wir das nicht. Ja? Das heißt, wir selbst sind aus Gottes Gnade Königpriester. Warum? Weil wir zum Königpriester aller Königpriester gehören, ja? Weil wir zum Hohenpriester und zum König aller Könige gehören, zu Jesus Christus. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das fast noch aufmachen soll, aber es geht nicht mehr um das Gesetz des Mose.
Es geht nicht mehr um die 10 Gebote, es geht nicht mehr um Sabbate, es geht nicht mehr um diese ganzen irdischen Dinge. Es geht nicht darum, dass wir das Gesetz befolgen sollen. Das hat das irdische Israel im Alten Testament getan. Unsere Aufgabe ist, Christus darzustellen. Ja? Wenn wir Christus darstellen, erfüllen wir nebenbei auch das Gesetz. Wer Jesus Christus nachfolgt, lügt nicht, stiehlt nicht, neidet nicht, bricht nicht die Ehe. Ja? Gar keine Frage. Aber wir gehen nicht mehr zurück zum Sinai. Das ist eine Verheißung, die Israel hatte. Ja, das Gesetz hat sich geändert, weil der hohe Priester sich geändert hat. Dann hat sich auch das Gesetz geändert. Hebräerbrief, dann hat sich der Tempel geändert. Dann hat sich auch das Volk Gottes geändert. Ne? Denn wenn Jesus ein himmlischer hoher Priester ist, dann ist sein Volk auch ein himmlisches Volk. Genau, deswegen wird die Gemeinde ja auch entrückt. Und zwar aus der ganzen Welt, von überall gehen die Gräber auf. Die Heilshaushaltung der Gemeinde Jesu ist eine andere. Wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Israel war in der Welt und Israel war von der Welt und hatte ein Gesetz für diese Welt. Die Gemeinde Jesu ist nicht von dieser Welt, die ist in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Und deswegen wird die entrückt, weil ihr Bürgerrecht ist im Himmel und ihr Gesetz ist ein himmlisches. Ihr Gesetz ist ein auferstandener Jesus Christus. Er ist unser Gesetz, er ist das lebendige Wort. Ja? Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird Christus sein irdisches Reich aufrichten. Dann werden alle die, die an Jesus Christus glauben, selber Priester sein und selber mit ihm herrschen, selber kleine Königpriester sein. Das darf man nur sagen, weil das in der Bibel steht. Sonst dürfte man das nicht sagen. Das ist die Verheißung der Gemeinde Jesu. Deswegen gehen wir nicht zurück zum Sinai. Ja? Ich bin am Ende, ich weiß nicht, ob das, also am Ende mit meinem Thema, ich weiß nicht, ob man das verstehen konnte. Ich finde es wunderschön, dass sich das alles so zusammenfügt. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir Endzeit haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Gottes Wort ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gott zu uns redet. Das ist ein Zeichen für die große Berufung, die Gott für uns hat in Christus Jesus. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Gnadenzeit noch haben, dass die aber abläuft. Das ist ein Zeichen dafür, wie Paulus auch sagt, dass die Leiden der Jetztzeit nicht ins Gewicht fallen gegen die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Durch Christus, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Ich glaube, es ist wert, für dieses Evangelium alles einzusetzen, was man hat. Mit den Worten möchte ich schließen. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, viel Bewahrung, viel Glaubenstrotz, viel Glaubensfreude. Erfrischt euch an diesem Wort Gottes. Ja, erfrischt euch daran. Und haltet fest an Jesus Christus. Er kommt. Alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.